Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen genießen. Meine kleine Maus und ich machen heute ganz was Besonderes für euch. Heute machen wir Buttensteak mit Austernpilzsoße und Spaghetti. Jo. Was wollte ich sagen? Weiß ich nicht. So irgendwas sagen. Wird sich im Laufe des Videos noch einfallen. So, wir brauchen folgende Zutaten. Ich sitze da, ich habe da schöne Buttensteaks. Ich habe die schon geschnitten. So ungefähr 12 Decker, zwei Stück geben wir pro Portion. Austernpilze, ja. Zwiebel, die Spaghetti, den Weißwein, Salz, Pfeffer. Ja. Und ein paar Kräuter kann man dazu geben, wenn man und hat. Diese Sachen. Ja, Knoblauch ist das. Knoblauch. Habe ich schon gesagt? Knoblauch? Nein? Okay. Salz, Pfeffer. Das waren unsere Gewürze heute. So, als erstes machen wir mal die Steaks, die tun wir schon auflegen. Und hier ist der Messer. Ein Messer brauche ich jetzt noch keines. Bei der Butter ist es eigentlich, so machen wir das, mal schauen, dass wir die schöne Seite, die geschnittene Seite ein bisschen plattieren. Das heißt, wir werden das ein bisschen klopfen, nicht viel, weil es sind ja Steaks. Steaks dürfen. Man darf das aber nicht so gleichsetzen mit Rindersteaks. Das ist, Rindersteaks kann man Medium und Rehe und alles mögliche machen, die müssen wir durchmachen. Das heißt, wir werden die ein bisschen klopfen, wenn ich den Klopfer finde. Der ist da hinten. Und die dürfen nicht zu dünn und nicht zu dick sein. Genau. Wenn sie zu dünn sind, sind Schnitzel, gell? Ja. Wenn sie zu dick sind, werden sie nicht durch. Ja. Die sind perfekt mittel, müssen die sein. Genau. So, zum Klopfen nehme ich immer so eine Plastiksackerl oder Folie, wenn ich habe. Und jetzt die wirklich wird nur ganz leicht. Zu ganz dick leicht platzieren. Eine Bratfläche haben. So. Aber ein bisschen lauter wird das schon. Nicht zu fest und nicht zu leicht, das ist das Wichtigste. Genau. So, das passt schon. Jetzt sind wir die nur ganz leicht plattiert. Dann drehen wir uns die Pfanne auf, die kann schon ruhig heiß sein. Übrigens, ich habe das Wasser für die Spaghetti auch schon aufgestellt. Es darf aber nicht zu heiß werden, sonst verbrennen die. Und nicht zu lange am Herd lassen, genau. Sonst verbrennen die auch. Man kann dann, wenn man wirklich zu schnell ist mit dem Braten, kann man den in ein Blech geben oder in den Backrohr fertig ziehen lassen, weil sie dann nicht die direkte Hitze haben, was wir vielleicht auch machen werden. Ich möchte mich einmal recht herzlich bedanken für die vielen Aufrufe auf meiner Homepage. Das war genial, grenzgenial, das hat mich voll motiviert. Ich habe ja dieses Mal geschrieben über Backen und die Magie des Backens war ein ganz interessantes Thema, auch für mich. Weil ich habe mir als Lehrling so viele Kochbücher gekauft, Lehrbücher und Kochbücher, und die habe ich alle nicht angeschaut. Das fange ich jetzt erst an zum Aufarbeiten und das kommt, glaube ich, mit dem Alter. Jetzt bin ich eigentlich im Februar 52 und jetzt fange ich an wieder zum Schreiberling. Jetzt schreibe ich alles. Aber ich hoffe, es interessiert, es macht euch Spaß, das Lesen, und es macht euch Spaß, sage ich. Es interessiert euch, was ich schreibe, das, was ich gesehen habe. Und jo, und so geht's halt weiter. So, wir haben da schon die Pfanne aufgestellt. Die lassen wir schön heiß werden. Nicht zu heiß und nicht zu kühl. Darf es nie werden. Entweder sie werden angebrannt. Mit der gewürzten Seite zuerst, das Steak in die Pfanne. Das wird laut. Nein, das wird nicht laut. Und die braten dabei schön langsam dahin. Die Pfanne dreht sich von selber, ja. Dass sie lebendig ist. Warum dreht sich die Pfanne? Da werden wir auch mal eine neue kaufen, weil die hat sich mal zu heiß geworden anscheinend und sie verzieht sich. Das steht nicht richtig auf der Form. Aber das ist, dann schalten wir das ein bisschen zurück. Lassen wir schon langsam dahin braten. Okay. In der Zwischenzeit machen wir die Vorbereitung für die Soße. Ich weiß nicht, wie lecker das ist. So, dann schneiden wir zuerst den Zwiebel. Da brauchen wir ein scharfes Messer dazu. Dieses müsst ihr auch machen. Okay, das ist mal riesig. Ich hoffe, ihr habt auch spitze Messer. Das spitzt nicht scharf. Die müssen scharf sein. Aha. Um jetzt die
Zwiebel schön gleichmäßig wie mein Papa zu schneiden. Jetzt schön fein. Wenn das haben wir ungefähr 1 bis 2 Zwiebeln. Und ich frage mich bei meinem Papa, wie kann er so schnell seine Hand nach hinten bewegen, ohne dass er sich schneidet? Das ist Übung. Das übt man, das trainiert man, das lernt man als Lehrling schon. Und wenn man sich das 10. Mal den Finger geschnitten hat, weiß man es. Daher kriegt ihr dann eine kleine Schüssel, da gehen wir natürlich hinein dabei. Weil wir nehmen dann, wenn wir das Steak fast fertig haben, nehmen wir die raus, stellen die dann ins Rohr. Ja, und was ist mit umgedreht? Ja, umgedreht. Okay, die werden umgedreht. Die werden dann umgedreht, jetzt lassen wir es noch ein bisschen braten. Und machen wir dabei dann die Champignons? Das sind keine Champignons, das sind Austernpilze. Ah, machen wir dabei dann die Austernpilze? Mhm. Die machen wir dann auch gleich. Und einen Zwiebel. Gewöhnt. Tut schon weh, also. Ja, weinen tut aber mein Papa nicht so stark. Naja, nicht wirklich. Ich würde, wenn ich mich schneiden würde, ganz stark weinen. Ja. Und ich habe noch nie gewöhnt. Ich weiß noch immer nicht, wenn ich meinen Papa zuschaue, wie schneidet man überhaupt eine Zwiebel? Das ist das Problem, was ich nicht weiß. Die restlichen kommen auch in die Schüssel. Wenn jetzt die anfangen, ich weiß nicht, wie man das sagt. So. So, dann nehmen wir die Austernpilze. Mhm. Schaut her. Die schauen circa so aus. Also die wachsen auf seinen Strunk zusammen. Jetzt kann man ruhig alles verwenden. Das ist alles Geschmack, lecker und schmeckt gut. Tun wir einfach so durchschneiden. Gewaschen sind sie schon. Schon längst? Die tun wir dann einfach so schneiden. Einfach wild zusammenhalten, weil die gehen eh noch zusammen. Die haben wie die Champignons ungefähr 70-80% Wasser. Natürlich. Je länger sie im Kühlschrank liegen, umso trockener werden sie. Das ist einmal. Ja, deshalb haben wir uns entschieden, dass wir sie heute machen, bevor sie austrocknen. Ich arbeite gerne mit frischen Champignons und frischen Produkten und das ist schon. Mhm. Kann man ruhig alle verwenden. Schaut zwar am Anfang viel aus, sind aber dann nicht so viel, wenn die fertig sind. Für die Champignons, die verlieren ziemlich an Masse. Die verlieren ganz sehr an Masse. Ah, schau her. Nicht. Austernpilze eignen sich auch irrsinnig gut zum Grillen. Die kann man im Griller schmeißen, das Beilage gegrillte Austernpilze. Ein bisschen Salz drauf, ein bisschen Pfeffer. Und Papa, wie sehen sich da unten so blätterig aus? Das ist die Struktur. Das ist das, wo sie. Wie soll ich das jetzt erklären? Diese Bücher mit diesen Blättern. Wie kann das sein? Ja, das muss ich nachschauen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das genau erklären soll, aber wir werden das schon rausfinden. So, schaut hier, unsere Steaks braten so vor sich hin. Wir werden jetzt mal umdrehen. Wichtig ist, dass man die nicht ansticht. Warum? Das Butterfleisch ist sowieso grobporig, verliert sehr viel an Flüssigkeit. Wenn ich die jetzt noch anstiche, dann habe ich noch größere Flüssigkeitsverlust. Einfach mit einer Bratenschaufel umdrehen. Ja, die andere Seite muss auch gebraten werden. Die darf nicht so bleiben. Nein. Dann ist nur noch Fleisch. So, die lassen wir jetzt mal kurz braten. Mein Spaghettiwasser kocht auch schon. Können wir dann gleich die Spaghetti einkochen? Können wir ruhig vorher machen.
So, dann kochen wir unsere Spaghetti. Und die Spaghetti werden angebraten. Alle kommen rein. Ne? Brauchen wir schon. Was wir jetzt vergessen haben, das Wasser zu salzen. Das jetzt nachholen. So. Gut. So, wir haben die Spaghetti, sage ich schon, die ist die Butensteaks beidseitig angebraten. Nehmen wir die aus der Pfanne. Ofen? Kommen die in den vorgeheizten Ofen, den habe ich auf 160 Grad vorgeheizt. Muss man? Muss man, ja, weil sonst... Weil sonst werden die nicht richtig angekocht. So. Es brodelt jetzt nicht mehr so laut und jetzt könnt ihr uns hören. Gehen wir da in den Ofen hinein. Der Ofen ist tatsächlich nicht so laut. So, und wenn da zu wenig Öl drin ist, geben wir noch ein bisschen Öl dazu. Öl. Ich hoffe, ich falle nicht in die Pfanne. Du fallst in die Pfanne. Und du hast mich gerade angespritzt. Mach den. Okay. Liebe? Ich glaube, jetzt wird dann gleich wieder flüchten. Nope. Nein? Das ist blutig heute. Ja, bin ich schon nicht rein. Da geht der auch mal durchmischen. Das ist alles verbrennen. Die lassen sich schon leicht liegen. Ja, wunderbar. So, Zwiebel schön Farbe nehmen können. Ja. Ich hab's gewusst. Nee, ich würde nicht weggehen. Schön Farbe. Dann kommen jetzt die Austernpilze dazu. Da war die Natalie. Soll ich das kein Pilze auch? Nein, kann ich nicht. So, das lassen wir jetzt schön. Ich hab nicht geflüchtet. Ups. Mein Papa hatte nie. Mein Papa hat gesagt, ich flüchte nicht. So. Normalerweise flüchtet sie immer, wenn ich Zwiebel schneide oder anschwitze. Ja. So, das lassen wir da vor sich hin. Brutteln, brutteln. Und tun wir das würzen mit Salz. Das ist kein Dorn, als ich rausgeschüttet habe. Das Pfeffer. So glücklich in meinen Augen. Ich habe mir einmal. Und den Knoblauch, den du mal fein hacken. Ja, aber du weißt nicht, dass ich nicht sehen will. Macht ja nichts, du kannst ja schon sehen. Wenn man Knoblauch schneidet, hat er schon jeder gesehen. 100 Mal bei mir. Ich flüchte eigentlich auch, wenn du das da einschneidest. Weil wir hier halt alle. Ich bin lieber bei der heißen Pfanne. Ich möchte nie wieder vor Kartoffeln. Ich sage ja schon Kartoffeln. Ich flüchte nie von Kartoffeln. Du meinst damit von Zwiebeln. So, schaut her, ich habe da den Knoblauch abgehackt. Den geben wir dazu.
So, das hat schon schön geröstet. Wie du siehst, es hat die ganze Fett aufgenommen. Ne? Das ist normal. Alles, was flüssig ist, nehmen die Pilze auf. Die sind wie ein Schwamm. Ja, wie Spongebob-Schwamm. So, als nächstes werden wir das Ganze mit Weißwein ablösen. So. Aber ich weiß schon. So. Das Ganze lassen wir jetzt schön dünsten. Was machen wir in der Weile? In der Weile machen wir drei Le. Schauen, die Spaghetti kochen auch. Ich denke, das Fleisch ist schon gleich fertig. Nein, das ist noch nicht gleich fertig, das braucht schon noch. Das ist ja ziemlich dick. Mach mal 500 Grad. 500 Grad, ja. Dann verbrennt es. Wir können verbrennt das Messer. So, was ich vergessen habe bei den Zutaten? Schlagsahne. Haben wir auch bekommen. Haben wir schon? Ich hole Schlagsahne. Ich will Schlagsahne. Ist das bitte? Jetzt Schlagsahne. Ganze eine sämige Soße werden. Passt, wir brauchen nachher nämlich noch etwas Sahne. Das ist so. Schon mal lecker. Ich wünschte, ihr könntet das riechen. Das ist dann die Soße, ist dann schon fast fertig, die Spaghetti auch. Müssen wir nur noch warten, bis die Steaks dann richtig schon durchgezogen sind. Und dann können wir schon anrichten. Das würde ich sagen. Also? Und dann können wir anrichten, wenn alles fertig ist. So, die Spaghetti sind fertig, das Fleisch ist fertig, wir können anrichten. So, schaut her, da habe ich die schönen Steaks. Ja, geht schon. Und gehen wir jetzt die Spaghetti. Da habe ich die Spaghetti. Sieht man die? Schau, den Sieb drinnen, da habe ich ein bisschen Öl drauf gegossen, damit sie nicht so zusammenpicken. Das setzen wir schön in die Mitte. So ein bisschen Ding, einen Berg machen. So, schaut her. So machen wir das. Und die zwei Sticks, links und rechts. Und dass ihr wisst, meine Hand ist böse, sie wollte alles aufessen. Dann bin ich dann schon längst sonst. Von der Soße was. Ja, raus. So, mit dick drauf. Und da kommt noch ein bisschen Soße raus. So. Umso mehr Steaks, umso besser. So, jetzt habt ihr gar nichts gesehen, gell? Ich merke gerade mehr. Aber jetzt seht ihr das schon, schaut her. So schaut das dann aus. Mhm. Seht ihr das? Seht ihr das? So. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Und wenn ihr nicht mehr wollt. Und meine kleine Maus und ich. Warte, ich mehr da. Das wird auch immer schwerer. Sagen wir euch gutes Gelingen, schönes Wochenende. Tschüss euch. Auf Wiedersehen.